Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich, wie man an die Splicer-Überwachungsrelay kommt oder auch, wie man die Splicer-Schlüssel bekommt, denn diese Items braucht man, um gewisse Türen und Toren zu öffnen. Die Schlüssel, die benötigen wir beispielsweise an diesen Terminals, um die Laser zu deaktivieren. Die brauchen wir eben gerade, wenn wir die Kostov-Exo-Mission machen wollen oder wenn wir auch die Mission machen wollen von der Gjallarhorn. Die beide übrigens werden in der Infokarte verknüpft, falls man sich dafür noch interessiert. In diesen Räumen hat man dann meistens zwei Truhen, die man aufmachen kann. Da ist noch ziemlich cooler Loot teilweise drin, sogar legendäre Gegenstände manchmal. Manchmal ist auch gar nichts drin oder halt eben nur ganz wenig. Nun natürlich zur Frage, wie komme ich an diese Items bzw. an diese Schlüssel? Nun, wenn man auf der Patrouillemission in der verseuchten Lande Majors tötet, meistens sind es Brut, Mutter, Scharhexen, die man tötet, dann kriegt man diese Items gedroppt. Sie droppen sehr, sehr häufig und man kann das Ganze auch ein bisschen farmen. Und um zu der Farmmethodik zu kommen, wir können in den Orbit gehen, können dann eben Patrouillemissionen verseuchte Lande starten, fliegen dahin. Und wenn wir dann hier spawnen, dann treibt sich teilweise eben gerade so eine Brutmutter, die da vorne rum taumelt herum. Wenn wir die töten, haben wir die Möglichkeit von ihr dann einen Schlüssel zu kriegen oder eben die Items im Allgemeinen zu bekommen. So wie es auch jetzt der Fall ist. Die treibt sich teilweise hier rum, teilweise da oben, teilweise auch hier unten. Wenn wir sie getötet haben, können wir einfach wieder zurück in den Orbit, können wieder neu anfliegen, Patrouillemissionen, gucken, ob sie da ist, sie töten, wieder einen Schlüssel kriegen, wenn wir Glück haben, wieder in den Orbit, etc. Also das heißt, einfach immer wieder so vorangehen und die Schlüssel eigentlich mit dieser Methodik farmen, wenn man jetzt gerade wenig Schlüssel hat. Das heißt, so kann man diese Schlüssel ein bisschen farmen, sage ich mal vorsichtig. Gut, das war's auch schon von dem Guide zu den Splicer-Items. Falls es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, würde mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.